Kartoffel. Kaffee ist so geil wie Jenny Elvers Elbertshagen. Heute werden wir mal schauen, wie man Klopapierrollen abrollt und dann wie schnell man sie aufwickeln kann, weil wir wollen ja wissen, wie lange die armen Kinder in Indonesien dran arbeiten müssen, um so eine Packung mit 8 Rollen voll zu machen. Das ist nämlich Arbeit für einen Arsch. Und ja, guten Morgen, ui. So, folgendes, das ist nämlich eine Videoantwort auf eine Folge von Tommy bettelt, ne? Und der hat nämlich gedacht, es sei mal eine tolle Idee, eine Klopapierrolle abzurollen und sie dann per Hand aufzurollen und mal zu schauen, wie lange man dafür braucht. Und Tommy hat Sylvie gebettelt und die haben so ungefähr 7 Minuten oder so irgendwas gebraucht. Und wir schauen mal, ob wir das schneller hinkriegen, denn ich habe mir nämlich ein Hilfsmittel besorgt. Und ja, dann mache ich das jetzt einfach. Ihr habt ja auch oft danach gefragt, endlich mal die Chance, den Kaffeesong bis zum Ende zu hören, während ich das hier aufrolle. Und wir sehen uns dann das nächste Mal, ne? Und auf die Plätze, fertig, los! Scheiße! Eine Frau und ein Mann sahen sich und was geschah dann? Aus der Ferne konnten sie sich winken, um sich näher kennenzulernen beim Kaffee. Dann ist alles. Okay, es geht gar nicht. Das heißt, ich muss nochmal neu anfangen. Und hoffe, dass ich das noch schneller hinkriege. So, pass auf. Eine Frau und ein Mann sahen sich und was geschah dann? Aus der Ferne konnten sie sich winken, um sich näher kennenzulernen beim Kaffee trinken. Hast du Kaffee? Dann ist alles klar. Hast du Kaffee? Dann ist alles wunderbar. Hast du Kaffee? Ich will Kaffee trinken. Hast du Kaffee? Oh ja, ich will nach Kaffee stinken. Die Frau und der Mann nach einer romantischen Nacht sind dann viel zu spät aufgewacht. Sie mussten schnell zu ihrer Arbeit, doch für eine Tasse Kaffee war noch Zeit. Hast du Kaffee? Dann ist alles klar. Hast du Kaffee? Dann ist alles wunderbar. Hast du Kaffee? Ich will Kaffee trinken. Hast du Kaffee? Oh ja, ich will nach Kaffee stinken. Hast du? Stopp, ich möchte zwar nicht unhöflich erscheinen, doch an dieser Stelle muss ich leider einen kleinen Einschnitt machen, um von so lecker Sachen wie ein Hot Kaffee, Espresso, Cappuccino, Latte zu schwärmen, um mich aufzuwärmen. Ihr fragt, worin liegt der Reiz, wenn ich mit Kaffee ein Hals schließe, sagt, gib mir Kraft, auch wenn ich geschafft bin, denn da ist Power drin, mit Zucker oder ohne Pflanzen, ohne Tee ist nur eine qualvolle zweite Wahl. Bin ich morgens übel drauf, hörte mich Kaffee wieder auf. Hört. Ich arbeite und feierte bis spät in der Nacht und wurde so um den Schlaf gebracht. Ich bin fast nicht wieder aufgewacht, doch der Wecker hat mich dann und mein Herz geweckt. Ich bin dann aufgeschreckt, wieder eingenickt, doch irgendwann hielt ich den Lärm nicht mehr aus, stieg aus dem Bett aus. Du hast dich mit Ach und Krach aus dem Bett geschleppt. Schalte die Kaffeemaschine an und dann wie bei einem Druck auf den Lichtschalter wendet sich alles von Wind zum guten Morgen. Der Kaffee ist fertig, ich trinke nur dich und dann spurte ich unter die Dusche. Nur warm, nicht kalt, denn ich bin eine Lusche. Bin dann fertig und kann mich beim Trinken einer zweiten Tasse besinnen. So, jetzt kann der Tag beginnen. Nach der Arbeit konnten sie es kaum erwarten. Sie trafen sich in einem Rosengarten. Er sah... Tada! Ha! Nimm das! Ha, Tommy, ha, so schnell hat das noch keiner geschafft. Zeigt mir, wann ihr das schneller könnt, ob ihr das schneller könnt. Der King, der King, der King, meine Fresse, so eine Verschwendung, scheißen Dreck. Yeah, für den Arsch. So, mal schauen, was wir nächste Woche machen. Oder morgen, schaut morgen wieder rein. Bis dann, tschüss. Meine Damen und Herren, hier muss ich wieder unterbrechen, um noch ein bisschen über Kaffee zu sprechen. Manche lassen ihren Tee ziehen, abrasen Koffein. Doch ich habe noch eine Tasse Kaffee im Schrank und ich danke mit diesen Worten den Erfindern der Kaffeesorten, wie an verschiedenen Orten sich abgestaubt mit Rumgar mit Kaffee angesammelt, nicht vergammelt, sondern frisch auf den Tisch Kaffee serviert wird.